In mancher Familie lachen die Töchter beständig. Auch die Söhne sind Fidelen, die lachen unbändig. Die Mutter, der Vater, von früh bis auf die Nacht, lachen eins über das, was das andere macht. Und die Dienstleute, die lachen ihre Herrenleut aus. Das Lustspiel nimmt gar kein End in einem solchen Haus. Doch eine andere Familie, die trifft das Schicksalshand schwer. Drei Töchter und jeder hat ihr eigenes Malheur. Zwei Söhne, wo keiner ein Kreuzer erwirbt und der eine wird lump und der Barbare stirbt. Der Vater voll Schulden wird zum Menschenhasser, hat kein Geld auf den Wein, darum rennt er ins Wasser. Und fürs Geld in ein Trauerspiel gehen sollt der Mann, für ein Freibillett tät er einem Grobheiten an. So tut's im Privatleben gehen. Ja, da kann kein Theater bestehen. Es gibt Eheleute, die haben sich so überhaupt gern. Und im Grund tut sich doch keins um den anderen viel scheren. Bald steckt sie in Intrigen, bald kommt er in der Wäsch. Und all, was sie reden tun, ist halb deutsch und halb französisch. Oft seien sie sentimental, doch haben sie kein wahres Gefühl. Solche Leute sind ja selbst ein lebendiges Vaudeville. In einem anderen Haus haben sie einen Sohn, einen Großen, der nichts lernt und der sich selbst als den Eltern zum Possen. Der Mann sagt, Madame, ich komme heute nicht nach Haus. Und sie tut ihm den Possen und macht sich nichts draus. Und die Frau wünscht dem Mann ein paar Stunden weit weg. Und er tut ihr den Possen und geht nicht vom Fleck. Und täten solche Leute Possen anschauen, wäre das klug? Sie spielen sich ja Possen zu Hause mehr als genug. So tut's im Privatleben gehen. Da kann kein Theater bestehen. Ja, da kann kein Theater bestehen. Ein Mädel muss den heiraten, einen anderen hat's gern. Da wird sie zur Lucia, tut wahnsinnig werden. Den Mann lassen die Gläubiger einsperren aus Grimm. Eine Frau als Fidelio drängt sich zu ihm. Um eine Estalin steigt ein Don Juan herum. Ihr Geliebter ist Othello, der bringt sie völlig um. Solche Leute geben für die Oper kein Kreuzergeld aus. Sie haben deutsche und welische Oper zu Haus. So tut's im Privatleben gehen. Ja, da kann kein Theater bestehen.